Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Klassiker-Video. Heute schauen wir uns Pizza Connection 2 an, ein Spiel, was ich... Boah, ich glaube, ich war noch keine 10 Jahre alt, da habe ich das gespielt. Rausgekommen 2001, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, wir werden heute unsere eigene Pizza-Filiale gründen. Ich könnte jetzt direkt ein neues Spiel starten, also sprich die Kampagne. Machen wir aber nicht, weil da relativ viel gelabert wird und es da relativ langsam vorangeht. Deswegen gehen wir einfach ins freie Spiel. Erstmal müssen wir uns selber erstellen. Nee. Wie sehe ich denn aus? Ja, das passt am ehesten. Auch wenn die Haarfarbe nicht passt, aber man kann die Haarfarbe nicht anpassen. Nasenpiercing habe ich ganz sicher nicht. Ich sehe aus wie der übelste Schläger. Oder ein Raucher. Oder komplett behindert. Was nehmen wir denn? Ja, okay, passt. Nehme ich. Das Eierkind lasse ich auch. Skills. Wenn ich irgendwo einen Punkt drauflege, muss ich bei einem anderen Punkt abziehen. Ich gehe auf jeden Fall voll auf Einkäufer. Politiker. Wenn ich mich richtig kümmere, brauche ich den Politiker-Skill eigentlich nicht. Wachen nehme ich jetzt auch mal keine mit rein. Das ist mal okay. Einkäufer relativ gut, um unsere Anfangskosten so gering wie möglich zu halten. Logo. Oh ja, wir nehmen die feiernde Tomate. Ne, ich stehe auf scharf, deswegen nehmen wir die Bombe auf der Pizza. Farbe. Rot. Unternehmensname Pizza Premium, finde ich super. Gehen wir rein. So, wir haben nur einen Konkurrenten, das ist okay. Bevölkerung machen wir schön hoch. Mission, ja. Startfiliale würde ich gerne selber aussuchen. Und Starthauptquartier, ja, von mir aus. Nochmal eins. Zeitlimit, wie gesagt, ist wurscht. Startgeld 100%, das passt auch. Ja, das mit der Konkurrenz ist mir auch relativ wurscht. Also ich achte da jetzt auch nicht so drauf. Ich gucke einfach immer, dass meine Filiale... Also die Möglichkeit hat man einfach auch, dass man einfach drauf schaut, dass die eigene Filiale läuft und gut ist. Man muss halt ein bisschen drauf schauen, dass man nicht irgendwann aufgekauft wird. Aber das sollte nicht das Problem sein. Schwierigkeitsgrad lasse ich jetzt auch mal nur auf Tellerwäscher. Einfach nur, um zu zeigen, wie das Spiel eigentlich so ist. Könnten auch Ziele festlegen, aber das lasse ich jetzt auch. Nö, wir starten jetzt einfach mal rein. So. Willkommen in der City. Mal gerade mal gucken. Okay. Also, erstmal müssen wir uns eine Filiale suchen. Das heißt, wir gehen hier drauf. Genau, wir möchten ein Gebäude mieten und zwar eine Filiale. Jetzt müssen wir nur gucken. Wir brauchen einen Platz, wo möglichst viele Menschen sind. Hier ist schon mal theoretisch ganz geil, weil hier eine U-Bahn-Station direkt nebendran ist. Und ein Stadion. Das klingt eigentlich sehr geil. Da wäre ein Hotel nebendran. Hotel ist natürlich auch cool. Aber was bist du? Bist du ein Kino? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Kostet natürlich jetzt ein bisschen mehr. Ah, guck mal, hier sind sogar nachts viele Menschen unterwegs. Auch wieder eine U-Bahn-Station. Das ist direkt an der Kreuzung. Ja, ich glaube, das nehme ich. Also wenn hier sogar nachts viele Menschen unterwegs sind, dann ist das perfekt. Ja, nehmen wir doch. Also, mieten. Jawohl. So. Das ist jetzt mal unser Start-Equipment, sage ich mal. Wir haben aber noch kein Personal. Die Einrichtung, die ist so lala. Wir haben erstmal nur drei Pizzen auf der Liste. Salami, Margarita und Schinken. Das ist ein bisschen wenig. Finanziell haben wir jetzt nur natürlich den Mietabzug.
Wir könnten noch Werbung schalten, das mache ich aber später. Und wir könnten einen Innenarchitekten beauftragen, der das Ganze ein bisschen schöner macht. Qualität Architekt, das würde ich tatsächlich machen, weil das gefällt den Leuten in der Regel ganz gut, wenn man hier optisch einfach ein bisschen aufwertet. Ich mache hier mal den 2-Sterne-Architekten. Wir gehen auf modern. Und ich brauche aber definitiv große Öfen. Also in die Finanzierung gehe ich gleich voll rein. Immer beauftragen wir den Architekten. So. Den Stil mag vielleicht nicht jeder. Ich finde ihn okay. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir Leute... Warte mal. Ach, das ist das Hauptquartier von dem anderen Dude. Ich hatte gerade schon Angst, dass der da direkt seine Filiale irgendwie nebendran hat. Das wäre ja absolut beschissen. Hier, Stadtverwaltung. Ja, ich weiß, dass Personal fehlt. Deswegen will ich ja Personal einstellen. Jetzt muss ich gerade gucken, wo war denn die... Das ist der Knast, der ist später interessant. Ach, hier unten. Stimmt. So, erstmal braucht man einen Koch. Wir können gucken. Also, jeder hat natürlich eine gewisse Leistung. Und da muss man auch gucken. Kochskill, Geschwindigkeit, Gesundheit, Motivation. Sind alles Punkte, die man so ein bisschen beachten sollte. Das hier zum Beispiel finde ich nicht schlecht. Die kommt mit vielen Leuten zurecht. Also mit vielen Bevölkerungsgruppen. Hat einen sehr hohen Kochskill und der Rest ist so Medium. Das kann man dann später noch trainieren. Deswegen, die würde ich definitiv mal nehmen. Management. Nö, ich will erstmal kein Management. Nehmen aber mindestens 2 Leute im Service. Weil der Laden wird schnell voll sein. Nehmen wir die. Und... Ah, du siehst auch gut aus. Du bist zwar nicht so schnell, aber das kann ich trainieren. So, und dann brauchen wir noch Lieferanten für die Zutaten. Da ist vor allem der Lieferservice wichtig. Ja, die sind beide super. Nehmen wir. So. Jetzt haben wir theoretisch mal Personal für eine Schicht. Und zwar von 6 bis 15 Uhr. Und ich habe ein Küsschen bekommen. So. Wir könnten jetzt theoretisch, und ich glaube, das werde ich auch machen, auf 2 Schichten gehen. Das heißt, ich werde jetzt noch Personal... Wir können hier übrigens auch die Schichten komplett frei einstellen. Da kann man ein bisschen rumspielen, wie es passt. Da ich aber direkt auf 2 Schichten gehen will... Wie spät haben wir es denn jetzt? Okay, die fangen jetzt gerade an. Wobei ich mich auch gerade frage... War das jetzt, weil ich da in der Schicht rumgespielt habe? Oder kommen die jetzt? Fangen die jetzt wirklich alle an? Ja, die kommen jetzt alle dazu. Kommen unsere Servicekräfte auch noch? Ich hoffe es. Es sieht aber fast nicht danach aus. Ich glaube, das war jetzt nur, weil ich hier mit den Schichtzeiten rumgespielt habe. Ja, das ist natürlich schlecht. Dann, machen wir es so, 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 so. Ah ja, gut. Kann jetzt sein, dass die ersten Kunden jetzt angepisst gehen, weil die nicht bedient werden. Weil hier ist jetzt nur eine Servicekraft gerade da. Theoretisch müsste die zweite jetzt aber auch gleich auftauchen. Hoffe ich zumindest. Ja, dann bedien die Leute mal. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo. Weil du bist auch noch die, die so langsam ist. Oh Gott. Katastrophe. Okay. Hier haben wir unsere Lieferjungs. Die bringen jetzt mal noch die Zutaten rein. Egal. Ich habe gesagt, ich will noch eine zweite Schicht bedienen. Deswegen stellen wir jetzt gleich nochmal ein. Lieferservice. Der Lieferservice halt so lala, deswegen. Nee. Ja, komm. Nehmen wir dich nochmal. Dann nochmal 2 Servicekräfte für die Spätschicht.
Jo. Ach so. Hoppala. Boah, komm schon. Muss ich zur Not nochmal komplett neu auf das Rathaus? Geh mal kurz auf die Filiale. Mein Gott, ihr seid alle nicht so der Burner, ne? So. Nochmal jemand. Hallo. Ich meine, ich kann euch alle trainieren, deswegen geht das, aber trotzdem. Ja? Ja, passt schon. Okay. Okay, die ist schon beim Kochen. Ja, die zweite Servicekraft ist nicht da, das heißt, es werden definitiv Leute angepisst gehen. Sieht man hier. Wird natürlich jetzt am Anfang ein bisschen unserem Ruf schädigen, aber da kann ich jetzt erstmal nichts dran ändern. So. Schichtzeiten werde ich jetzt erstmal wieder anpassen und bei euch, ihr macht die Spätschicht. Spätschicht. Komm schon. Genau, ein Lieferjunge für die Nacht, zwei Servicekräfte, ein Koch. Das sollte soweit erstmal gehen. Dann. Ja, das ist jetzt halt. Am Anfang machen wir jetzt erstmal Verlust ohne Ende. Das ist jetzt leider erstmal so. Dann kommen wir noch zum Thema Pizza. Wir können eigene Pizzen kreieren. Wenn wir wollen. Machen wir hier einmal alles leer. Also, warte mal, Abbruch. Erstmal neu. So. Sonst hätte ich jetzt nämlich die Margarita bearbeitet. Was machen wir denn für eine schöne Pizza? Hier können wir erstmal alles verkleinern. Sie haben machen ein neues Missionsangebot erhalten. Ja, juckt mich nicht. Guck ich gleich an. So, darüber kommt dann natürlich auch etwas Käse. Was nehmen wir denn? Mozzarella? Ja, nehmen wir den guten alten Mozzarella. So, dass der dann so ein bisschen anschmilzt und sich so langsam verteilt. Was wollen wir denn noch oben drauf? Das wird eine Pizza mit schön Zwiebeln dazu. Übrigens, falls ihr euch denkt, was ist mit Tomatensoße, weil das ja nur dünne Tomatenscheiben sind. Tomatensoße gibt es hier komischerweise nicht. Ist ganz komisch irgendwie. Oder ich habe noch nicht gepeilt, wie. Aber bisher gesehen habe ich keine. Tabasco. Knoblauch. Knoblauch geht immer. Knoblauch ist geil. Zwiebeln und Knoblauch, die Leute werden es mir danken. So, und darüber jetzt nochmal Gouda. Keine Ahnung, ob ich die selber essen würde. Probier's einfach mal. Rezeptname ändern. Pizza Geniale. Okay, geht nur genial. Passt. Speichern. So, das muss man jetzt noch auf die Speisekarte setzen. Die Pizza genial. Ist sogar relativ günstig. Den Preis lege ich auch nicht selber fest. Den Preis errechnet er sich aus den Zutaten, die man verwendet hat. So. Warum ist die eine Köchin noch hier? Ah, das ist die Spätschicht. Warum ist denn der Rest von der Spätschicht nicht da? Kommen wahrscheinlich alle erst am nächsten Tag, kann das sein? Upsi. Ich sollte da nicht so mit rumspielen. Na gut, ihr habt soweit erstmal eure Schicht hinter euch. Aber wenigstens ein bisschen was wurde erstmal verkauft. Das ist okay. Ah, und was wir noch machen können, wenn wir wieder zum Thema Pizza gehen. Wir können auch speziell hier Sachen auf die Zielgruppe zugeschnitten erstellen lassen.
Das ist dann ganz gut, weil es ein bisschen mehr, okay, das ist ein bisschen arg mager. Machen wir mal die 2-Sterne-Sachen. Ja, das ist okay. So, dann die Teens, die Studis, die Prolls, die Yuppies, die Bonzen, die Groftis und die Touristen. Die wollen wir richtig abziehen. Und dann kommt das alles schön, die zweite bitte, auf unsere Speisekarte. So. Passt. So. Und jetzt kann ich hier auch noch den Grundpreis setzen. Gerade sind alle mit den Preisen sehr zufrieden. Ich spiele damit immer so ein bisschen. Die 100% Zusatzkosten für die Zutaten finde ich eigentlich ganz okay. Klar, dass die Kids sich da jetzt vielleicht nicht so viel leisten können. Logisch. Aber ist halt so. So, die Leute werden bedient. Das sieht soweit gut aus. Es sind beide Servicekräfte da. Ich werde wahrscheinlich relativ schnell... Wir haben nämlich hier schon eine große Kochauslastung. Sauberkeit. Naja, auf jeden Fall werde ich da noch einen zweiten Ofen relativ schnell hinplatzieren, dass die auch schnell alle bedienen können. Und noch einen zweiten Koch engagieren. Genau. Dann sollte das soweit passen. Ich bin da mal gespannt, welche Pizzen tatsächlich gekauft werden. Nachfrage ist auch gerade immer ganz interessant. Wir haben ein Teen, wir haben 5 Studis, ein Poll, 4 Bonzen, ein Grufti und 2 Touristen. Ja, der ist jetzt gerade gegangen, weil kein Platz mehr ist. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel wir einnehmen. Das Gute ist halt, viele Anfangsausgaben hier, gerade Inventar, 39.000. Das ist, alles, was ich jetzt anfangs mit investiert habe. Das wird dann auch relativ schnell verschwinden. Und dann kommen wir eigentlich schon relativ schnell auf den Gewinn. Und sobald ich mit einer Filiale im Plus bin und das mit den Schichten soweit auch gut funktioniert, ich auch das richtige Personal eingestellt habe und die gut trainiert habe, fange ich an, eine zweite Filiale zu kaufen und so weiter. Sieht aber, denke ich, soweit ganz gut aus. Ah, den stört die Musik, beziehungsweise hier spielt ja gerade gar keine Musik. Das geht natürlich nicht. Natürlich brauchen wir Musik. Ich muss noch gerade gucken hier. Nee. Okay, Italo. Techno. Das ist so ein bisschen klassischer Rock, das ist okay. So, und jetzt das Schichtende, das heißt, jetzt wird abgeschlossen, ist zu. Dann kommt gleich die Reinigungskraft und macht hier sauber. So, was haben wir hier? Die Fiale von D'Angelo wird in Kürze von einem Prominenten besucht. Meine? Meine heißt ja D'Angelo, ne? Das ist ja meine. Ja, das ist meine. Die wird bald von einem Prominenten besucht. Ist ja cool. Du bist aber nicht der Prominente, oder? Nee, du bist ein Proll. Okay, übrigens kann man bei den vielen Leuten, also gerade bei den ganzen Besuchergruppen, kann man hier auch abchecken. Welche Sachen, was für Vorlieben die haben. Wie bitte? Wie stehen die Aktien? Nee, ich will den da, der sagt. Kein Kommentar. Oh, du wärst der Promi gewesen. Ja, sorry, war geschlossen. Nicht mein Problem. So, gelegentlich bekommt man hier auch noch Aufgaben. Aufgabe, Sie müssen innerhalb der Zeit einen Backwettbewerb gewinnen. Belohnung, Ihr aktueller Hauptlieferant verbilligt seine gesamten bisherigen Preise um 10%. Nö. Juckt mich nicht. So. Was wir jetzt in der Nacht tun können. Ausbauen.
Dann haben wir einen größeren Gasthaum, wir haben ein größeres Lager, eine bessere Kühlung und Platz für mehr Öfen und einen größeren Einflussbereich. Bin im Dienst. Ah, und manchmal kommt noch ein Beamter vorbei. Gesundheitsamt und so. Richtig nervig. Deswegen bauen wir jetzt einmal aus. Dauert nur 2 Stunden, das heißt, bis zur nächsten Schicht ist es auch wieder geöffnet. Raus mit euch! Dürfte jetzt gleich der Bildschirm wechseln, dass es hier under construction ist und dann passt das. Komm, mach mal schneller. Ist hier noch irgendjemand? Nee, ne? Jetzt hat er's. Okay. Passt. Ach ja, und jedes einzelne Möbelteil kann man auch überprüfen wegen Sauberkeit und sowas, was relativ wichtig ist, weil sonst die Leute keinen Bock mehr drauf haben. Die Konkurrenz. Richtig edel. Leck mich doch. So, da müssen wir gleich gucken, wenn es fertig ist. Muss ich dann nämlich auch wieder einen Architekten beauftragen. So, in der Zeit würde ich aber schon mal wieder neues Personal einstellen. Ja, du bist super. Du hast zwar nicht so viel Motivation, ja, aber dich nehme ich. Zweiter Koch. Nochmal eine Servicekraft. Bitte mit relativ viel Geschwindigkeit. Ja, es geht. Ist besser als nichts. Ja, sollte passen. Eine Baumaßnahme ist abgeschlossen. Jawohl, Architekt, 3 Sterne. Gott, sieht das scheiße aus. Ah, das wäre gar nichts für mich. Das finde ich ja total hässlich. Bitte einfach. Oh, viel besser, viel, viel besser. Das ist ja optisch richtig schön. So, wie war denn die Schicht? Ja, wegen der Baumaßnahme kommen sie jetzt wahrscheinlich nicht. Oder verspätet. Okay, sie kommen verspätet. Weil da ist schon mal eine Servicekraft. Ich hoffe, der Rest kommt auch noch. Also irgendwie ist mein Personal aktuell echt unzuverlässig in diesem Rahmen. Aber was willst du machen? So. Jetzt habe ich schon wieder elendig viel fürs Inventar ausgegeben. Aber damit muss ich halt leben. Okay. Oh, hallo Herr Bürgermeister, den wir übrigens auch bestechen können. Besuch bei der Angelo Grund Gourmet Sterne. Filialbewertung 38. Ja, ich bestech dich mal ein bisschen. Aktueller Günstling? Ich. Bestechung ist immer gut. Was kann ich denn noch zeigen? Genau. Thema Hauptquartier. Im Hauptquartier kann man nicht so viel machen am Anfang. Erstmal kann ich es tatsächlich nur ausbauen. Also ohne das Hauptquartier könnten wir aktuell nicht mal Werbung schalten. Aber was wir machen können, wenn wir es ausbauen, was aber relativ viel Geld kostet, wir können Gegner anschwärzen, Gegner ärgern mit Punks, wir können Wachen zum Schutz der eigenen Filialen einstellen, wir können unser Personal ausbilden, das ist halt relativ wichtig.
Und weil das so wichtig ist, werde ich es auch ausbauen. Weil die Ausbildung ist extremst wichtig. Vor allem, weil die Motivation der Mitarbeiter irgendwann sinkt. Und wenn die sinkt, holen die auch irgendwann mal vielleicht ab. Zumal unser Gegner unser Personal auch bestechen kann und abwerben kann. So, und irgendwie scheint mein jetziges Personal tatsächlich gar keinen Bock zu haben. Weswegen es nicht zur Arbeit erscheint. Finde ich nicht in Ordnung. Das gibt Ärger. Werbung. Nee. Sind eigentlich. Also, wenn es mal offen ist, weil mein Personal da ist, dann sind wir ja auch gut ausgelastet. Was aber auch an der günstigen Lage liegt. Ja, jetzt müssen wir erstmal warten, bis das hier fertig ist. Hallo Kirche. Also hier? Eine Oper. Das ist natürlich auch ein guter Punkt. Oh, bei dem läuft das gerade. Bei mir leider nicht so. Ah, aber hier könnt ihr jetzt sehen, Ärgereien anschwärzen beim Arbeitsamt, beim Gesundheitsamt, beim Finanzamt, bei der Polizei. Wir können aber dann auch Punksend senden ab der zweiten Stufe. Das heißt, die kommen dann her und machen entweder Graffiti an die Wände oder die pöbeln hier rum. Dann hat keiner mehr Bock herzukommen. Ist sehr geil. Und von meinem Personal immer noch enttäuscht. Aber gut, wir haben gleich 15 Uhr, dann kommt die nächste Schicht und ich hoffe, die erscheinen auch. Aber geil ist, die eine Servicekraft hier, die ist gekommen. Die ist lieb. Die 44-jährige Erna. Wir könnten hier übrigens auch individuell natürlich noch selber ist abgeschlossen. Noch selber dekorieren, wenn wir wollen. Aber ja. Stimmt, einen zweiten Ofen wollte ich eh noch haben. So, drehen. Na komm. Ist manchmal etwas hakelig mit der Steuerung. So, jetzt haben wir einen zweiten Ofen. So, und da das Hauptquartier jetzt abgeschlossen ist, kann ich jetzt auch einerseits mit Geld die Motivation steigern. So, bei ihr der geringste Wert ist jetzt tatsächlich die Gesundheit. Das geht aber noch. Ich würde mal bei ihr noch die Geschwindigkeit ausbilden. Und jetzt kann ich mich wirklich von Personal zu Personal hangeln, gucken, wo haben die ihre Schwächen. Bei dir wäre es zum Beispiel auch die Geschwindigkeit. Und das Gute ist, während der Ausbildungsdauer, die gehen nicht weg, die sind trotzdem da. Und noch eine Fofilon-Erhöhung, damit die Motivation steigt. Hier ist es auch die Geschwindigkeit, die ich noch ein bisschen... Hier ebenfalls. Also Geschwindigkeit ist ein großer Minusfaktor gerade. Bei dir wäre es am ehesten die Gesundheit. Noch ein bisschen Lohnerhöhung. Zutaten in einer Filiale. Ja, die Lieferjungs, die kommen gleich, die bringen doch schon. Sind halt auch nicht die schnellsten. Oh, bei dir ist ganz klar die Motivation. Ausbilden. Ausbilden. Oh, bei dir geht alles eigentlich. Dann werde ich mal das Kochen da noch ein bisschen verstärken. Hier die Motivation. Und die Geschwindigkeit. Das sieht gut aus. Passt. Okay. Ich denke, für die Spätschicht muss ich auch noch dann einen zweiten Koch hinzufügen. Servicekräfte sind ganz gut am Arbeiten, das passt. So, da ist jetzt eine volle Kochauslastung. Das ist krass, dass die Kochauslastung so extrem ist. Aber wir haben auch viele Leute. Das muss man halt dazu sagen. Und da gehen die Pizzen raus. Und endlich mache ich wieder Einnahmen hier. Gott sei Dank, wird auch Zeit.
ich denke, diese 30.000 Minus, die hole ich jetzt auch noch rein. Zutaten werden jetzt auch wieder fleißig geliefert. Aber dann machen wir jetzt für die Spätschicht auch noch einen zweiten Koch und eine dritte Servicekraft. Unser Kollege hat schon die zweite Filiale eröffnet. Das juckt mich aber nicht. Ich spiele ganz gemütlich für mich. Ah, der ist gerade dabei, die zu erweitern. Okay. Plus. Eine. Genau. Kann ich dann nämlich schon direkt hier einstellen. Das hätte ich eigentlich gleich von unten anmachen sollen. Und zwar eine Servicekraft, aber bitte eine, die auch was kann. Warum seid ihr alle so langsam? Ist ja schlimm. Ja, dann am ehesten noch der. Hallo. Lieferung. Ich brauche noch einen dazu. Ich bringe Zutaten. Und einen Koch. Wenigstens was. Ist zwar auch langsam, aber du kannst was. Aber immerhin, ich sehe, sie gehen zufrieden. Wie sieht denn eigentlich aus? Was verkauft sich denn hier aktuell gut? Die Salami, die Touristenpizza, die Yuppie-Pizza, die Margarita, Grufti, Polz. Okay. Sieht ja schon mal nicht gut aus. Sieht ja schon mal gut aus. So rum. Okay. Also wer sich für allgemeine Werte interessiert. Hier gibt es dann natürlich noch den Unternehmensvergleich und Personal und blablabla. Das ist das ganze Statistikgedöns. Was für Leute interessant ist, die das dann wirklich sehr extrem spielen wollen. Hier sieht man jetzt übrigens auch den vergrößerten Einflussbereich. Na, guck mal, sie gehen, aber zu viel. Manche werden immer noch nicht bedient, weil zu wenig Personal. Das ist schade, weil da geht mir natürlich auch Geld flöten. Ich habe jetzt schon zwei Köche. Ja, da muss dringend die Geschwindigkeit verbessert werden. Ja, du wirst gerade ausgebildet, das stimmt. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Ja, interessiert mich nicht, Missionsangebot. Ich brauche definitiv noch einen Ofen. So. Genau, du reinigst jetzt, bevor die Frühschicht dann kommt. Beziehungsweise Tagschicht ist das ja eher. Stimmt nicht. Frühschicht und Spätschicht. Eine Tagschicht habe ich an sich so gar nicht. Ja, aber wahrscheinlich auch gar nicht mal so doof. Wenn da noch eine Tagschicht ist, die dazwischen drin einfach noch ein bisschen aushilft. Servicekräfte habe ich ja jetzt eigentlich genug. Also man hat ja gesehen, die wurden alle eigentlich bedient, aber das Essen dauert zu lange. Ja, schrubb du mal. Wir können natürlich auch noch ein bisschen an der Preiskurve drehen. Allerdings versauen wir es uns dann jetzt schon mit den Kids. Ist natürlich nicht so geil. Wobei die Nachfrage eher bei den Studis ist. Gut.
Okay. So. Jetzt haben wir wieder ein neues Quartal. Das heißt, hier beginnt die Rechnung jetzt wieder von vorne. Wenn man sich alles gesamt angucken will, geht man halt hier auf die Statistiken. Wir haben gesamt aktuell Minus von 10.000, was ich für ein bisschen wenig halt. Achso, nee, weil wir nur auf letztem Quartal sind. Auf welchem Punkt bin ich denn gerade? Brauche eigentlich Finanzen. Hier. Aktuelles Quartal, letztes Quartal. Vor zwei Quartalen. Dieses Jahr. Okay. Das meiste war jetzt wirklich Inventar und Hauptquartier. Und die Zutaten natürlich. Bürgermeister, den wir besprochen haben. Ja, ein Verlust von 42.000. Ja, wird schon, wird schon, wird schon. Wird schon weitergehen. So, Frühschicht. Jetzt zeigt mal, was ihr könnt. Eigentlich sollte das ja funktionieren. Zumindest sind die Servicekräfte schon mal da. Koch ist auch schon da. Damit kann es ja eigentlich schon gut gehen. Zweiter Koch ist gerade auf dem Weg. Ich werde ausgebildet. Das ist richtig, du wirst ausgebildet. Ich werde ausgebildet. Ich werde ausgebildet. Ja, ist auch gut, dass ihr alle ausgebildet werdet. Ihr braucht's auch. Ich grüße Sie, mein Freund. Ja, ich grüße Sie, mein Freund. Gut. Das läuft. Das läuft. Das läuft. Und sollte sich daraus jetzt wirklich was Positives ergeben, was ich denke, dann werde ich auch eine zweite Filiale eröffnen. Au, ich werde gehauen. So, ich trinke mal kurz was. Ah, da kommt jetzt der Besucheransturm. Kommt her, gebt mir euer Geld. Hey, du bist aber ganz schön spät, Madame. Ich bin ein Superchef, ja. So. Pizzen werden geliefert. Wie sieht es mit der Kochauslastung aus? Das passt jetzt. Die Kochauslastung sieht super aus. Ich denke, jetzt geht's aufwärts. Jetzt haben wir Ausgaben für Zutaten, fürs Personal, ein bisschen Inventar und die Miete. Was los hier? Aber glücklich sind sie. Wenn die glücklich sind, bin ich auch glücklich. Aber es ist halt wirklich, also gerade in dem Spiel, man muss am Anfang unheimlich viel investieren, damit es am Ende aufgeht. Ja, wir sehen unser erstes Plus. Komm! Yes, Gewinn. Aber es ist immer noch nicht schnell genug.
es gibt immer noch Leute, die nicht bedient werden können. Schade. Aber ich bin zuversichtlich. Es scheint jetzt zu laufen. Und jetzt wäre es eigentlich clever, wenn es dann funktioniert, noch weiter auf die Ausbildung zu gehen, gucken, dass sie wirklich schaffen, mehr Leute zu bedienen. Aber dafür werde ich wahrscheinlich noch eine Servicekraft und noch einen Koch brauchen. Und dann sollte es eigentlich machbar sein, dass wir eine zweite Filiale aufbauen können. Wie läuft das so? Was ist los? Passen dir die Möbel nicht oder was? Nicht mein Problem, ganz ehrlich. Möbelbewertung 11%. Preisbewertung 100%. Speisekartenbewertung 75%. Personalbewertung 36%. Hä? Ja, mein Gott. Man könnte das Ganze jetzt auch noch auf die einzelnen Bevölkerungsgruppen wirklich ausrichten, dass man sich wirklich auf eine Zielgruppe konzentriert. Ja. Muss man nicht machen. Das ist, wer will, der kann das machen. Guck mal, die ist zum Beispiel sehr zufrieden mit allem. Geil, für die Prolls. Für die Prolls bin ich super. Na, läuft doch. Läuft doch. Gewinn machen wir. Okay. Also wir schaffen es noch nicht, alle zu bedienen. Aber, guck mal, hier ist jetzt gleich Schichtwechsel. Und dann wird es wahrscheinlich schwieriger, weil die Spätschicht hat ja jetzt auch mehr Kräfte zur Verfügung. So. Und ich könnte jetzt weiter in die Ausbildung gehen. Die meisten sind jetzt mit ihrer Ausbildung nämlich durch. Dann kannst du mit der Ausbildung weiter investieren. Da gehe ich mal auf die Gesundheit, weil die atmen ist. Ich will ja nicht, dass jemand wegen gesundheitlichen Problemen ausfällt. Und das Gute ist, selbst wenn man eine Kur macht, verschwinden die Leute nicht. Du bist noch in Aus. Stimmt, da habe ich ja frisch ausgewählt. Oh, Motivation ein bisschen steigern und vor allem die Geschwindigkeit. Leute, 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 seid ihr lahm. Gut. Sieht aber trotzdem gut aus. Also wir machen jetzt ordentlich Gewinn, so wie es sein soll. Was ist mit dir los? Irgendwas hat ihm nicht gepasst. Nicht mein Problem. Ajo, sieht doch super aus. Ja, guck mal, es läuft. Es läuft. Damit bin ich zufrieden und die Nachfrage ist auch super. Also von allen Bevölkerungsschichten kommt was. Außer von den Touristen. Für Touristen habe ich wohl irgendwie kein Herz. Keine Ahnung. Guten Tag. Hi. Okay. Das heißt aber auch, wenn das jetzt läuft, jetzt würde ich wirklich starten, wenn ich wieder auf meinem Grundkapital, wie ich angefangen habe, bin, also sprich auf diesen 1 Million, dann würde ich jetzt sagen, okay, zack, zweite Filiale, aber die zweite Filiale dann viel schneller. Das heißt,
gleich auf Stufe 2 ausbauen, ganz viel Personal einstellen und gib ihn. Und vor allem kannst du das neue Personal dann sofort ausbilden. Das macht es halt auch besser. Okay. Dann würde ich sagen, ihr habt soweit eigentlich alles von diesem Spiel gesehen. Wie gesagt, man könnte jetzt zum Beispiel hier im Gefängnis... Okay, ich kann noch keine Kriminellen einstellen. Ich weiß gerade auch gar nicht, wo man die Punks engagiert. Ich glaube, die Punks engagiert man nicht. Man engagiert wirklich nur die Kriminellen, die dann... Pizza-Wettbewerb. Je mehr Teilnehmer, desto mehr Prämien und Ruhm sind zu gewinnen. Die Aufgabe und die Zeit werden von der Jury festgelegt. Nee, lass mal. Lass mal. Genau, hier könnte ich jetzt einen Punk senden zum Pöbeln oder Graffiti. Können ja gerade mal gucken, ob das klappt. Schicken wir mal einen Punk vorbei. Ich weiß aber nicht, ob der dann wirklich gleich instant auftaucht. Guck mal, die sind ja sogar relativ unzufrieden mit allem. Bei dir läuft's wohl nicht so, Konkurrent. Du hast auch keine. keine Zutaten. Lol. Okay, einer ist unterwegs. Ein Punk. Noch freie Punks in der Stadt, noch ein Stück. Was ist? Sie haben erstmalig 100.000 Dollar Umsatz in einem Quartal geschafft. Dadurch verbessert sich ihr Charakterwert als Verkäufer um 1. Cool. Ah, da ist der Punk. Der pöbelt jetzt für mich ein bisschen beim Konkurrenten. Ja, los, pöbel sie alle an. Die sollen alle gehen. Das ist ein Scheißladen. Der serviert nur Dreck. Funktioniert. Die Leute haben keinen Bock. Sehr gut. Man könnte jetzt auch noch dazu anstiften, dass sie Graffiti sprühen. Und wie gesagt, wenn wir jetzt noch Kriminelle engagieren könnten, das wäre dann mit Hauptquartier Stufe 3, dann könnten wir hier noch Ratten rauslassen, wir könnten Kakerlaken rauslassen. Da geht's dann wirklich ins Fiese. Wir könnten auch das geht dann aber wirklich ins Schwerkriminelle und da muss man auch ein bisschen aufpassen. Man kann auch Kriminelle dazu engagieren, das Personal des Konkurrenten zusammenzuschlagen, dass die nicht arbeiten können. Das geht auch. Ist geil. Okay, gut. Nee. Und dann habt ihr jetzt, wie gesagt, gesehen, was man in dem Spiel eigentlich alles soweit machen kann. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel. Adios.